So sieht man, glaube ich, wahrscheinlich aus. Wenn man lang übt, sieht man dann irgendwann so aus. Als Graf? Ja. Ferdinand Erbgraf zu Castell-Castell blickt auf den Ort Castell, in dem seine Familie seit Jahrhunderten residiert. Diesen Platz hier liebe ich sehr, weil man ein bisschen Abstand hat und aber auch einen sehr guten Überblick über das Dorf, das Schloss und die Kirche. Früher Lehnsherren, heute Unternehmer. Zu seinem Vermögen gehören Wälder, eine Bank und Weinberge. Auf denen wachsen vor allem Silvanertrauben. Wir sind hier kurz vor der Blüte. Jetzt wünschen wir uns natürlich ein paar Tage trockenes, warmes Wetter. Das Geschäft mit dem Wein will er so führen wie das Geschäft mit seiner Bank, nachhaltig. Dieser Weinberg für ihn das beste Beispiel. Der war 750 Jahre Weinberg und ist in dieser Zeit offensichtlich sehr sorgfältig, aber auch behutsam bewirtschaftet worden und eben nicht ausgebeutet. Sonst wäre er heute nicht mehr so fruchtbar und wären die Weine nicht so lebendig. Und so bemühen wir uns auch hier im Wald, auf den Feldern und auch in der Bank zu wirtschaften, dass wir die Existenzgrundlage kommender Generationen sichern. Das Schloss. Der Erbgraf bewohnt es mit seiner Familie, 4 Kinder und eine Frau, die sich vornehm zurückhalten. Eines der Kinder wird ihm nachfolgen. Die Castells vererben nur in eine Hand. Das hält das Vermögen zusammen. Baubesprechung. Der Graf will in ein neues Kälterhaus investieren. In der Größenordnung 3000 Liter Fassungsvermögen. Das ist eine Vibrationstechnik. Das wird über. Eine Firma unterbreitet ihm ein Angebot. Seine edlen Weintrauben sollen künftig noch schonender in den Keller befördert werden. Der Saft will ja in den Keller eigentlich von der Schwerkraft her und einfach ihn da mehr alleine rutschen, laufen zu lassen, als zu pumpen. Können Sie über die Höhe der Investition sprechen? Nicht hier am Tisch, das kann ich Ihnen nur persönlich sagen. Das wird teuer. Auf dem Weg zur Bank. Das Finanzgeschäft betreibt er zusammen mit der Verwandtschaft. Das ist jetzt das Schloss Rüttenhausen, der Wohnsitz des Fürsten zu Castell Rüttenhausen. Und wir haben es wirklich sehr nah, hier uns auf 3 Kilometer zu treffen, wenn es irgendwas zu besprechen gibt. Die Privatbankiers bewegen rund 1 Milliarde Euro Bilanzsumme. Kredite geben sie Mittelständlern aus der Umgebung, deren Geschäfte und Lieferanten sie kennen. Im Firmenkundengeschäft, also wo wir Unternehmen finanzieren, da legen wir Wert auf eine sehr strenge Regionalität. Das ist unser Landwirtschaftsmeister, der da vorne kommt. Und im Vermögensanlagegeschäft sind wir aber in ganz Deutschland unterwegs. Würzburg, hier hat die Fürstlich-Castellsche Bank ihren Hauptsitz. Mit 236 Jahren älteste Bank Bayerns. Sie hat mehrere Währungsreformen überstanden und auch die jüngste Finanzkrise relativ gut. Keine hochspekulativen, undurchsichtigen Produkte, so seine Ansage. Und der sogenannten hybriden Anleihen etwas übergewichten wollen und Staatsanleihen. Beim Vermögensgeschäft will er deutlich wachsen, beim Kreditgeschäft nicht. Dann bräuchte er selbst Kapital. Damit würden wir unsere Unabhängigkeit verlieren und das wollen wir nicht, weil wir überzeugt sind, dass die für unsere Mitarbeiter, für unsere Kunden und für uns selbst sehr wichtig ist, weil sie auch immer seltener geworden ist, diese Unabhängigkeit. Sein Vorstandssprecher war früher bei einer Großbank anonymen Aktionären verpflichtet. Heute hat Thilo Wendenburg seine Aktionäre immer vor Augen. Das ist ein Gruppenbild unserer beiden Inhaberfamilien. Links die fürstliche Familie Castell-Rüdenhausen, rechts die fürstliche Familie Castell-Castell. Und wenn Sie jetzt mal vorne in der ersten Reihe den jungen Blonden mit der Brille hier sehen, dann ist das Graf Castell. Direkt unterm Wohnsitz des Grafen sein flüssiges Kapital. 450.000 Flaschen Wein verkauft er im Jahr. Der aktuellste Wein, ein Silvaner Kabinett 2009. €10,50 der Boxbeutel. Dezent von der Säure, angenehm im Geschmack. Das ist ein Wein, der Sie aber mit Aromen nicht
überwältigt. Das ist ein Wein, den ich, wenn ich sonst nichts zu tun hätte, den ganzen Tag trinken könnte. Und am Ende hat er noch verraten, wie viel Geld er in das neue Kelterhaus stecken will. Rund 1 Million Euro. Eine langfristige Investition. Das sei es ihm wert. Jetzt hier den Silberhund